erreichte Robert die Simulaunhütte. Ich folgte ihm 5 Minuten später. Die Hütte stand während des Winters leer. Mit unseren Skiern gruben wir die Bänke an der Hüttenwand aus. Gegen den Durst aßen wir Schnee. »Hast du schon eine Arbeit gefunden?«, fragte ich Robert. Er machte eine abwehrende Handbewegung. »Darüber habe ich gestern mit meinen Eltern gestritten.« Er zeichnete mit einem Skischuh Kreise in den Schnee. Über uns zog ein Habicht seine Bahnen. »Entschuldige bitte«, sagte ich. »Ich wollte dir nicht den Tag versauen.« Er grinste schon wieder. »Kein Problem.« Wir wedelten eine unberührte Tiefschneepiste hinunter. Auch hier war Robert der Schnellere und musste 2-mal auf mich warten. Wenn wir abschwangen, sahen wir dem aufgeworfenen Schnee nach, wie er über die weiße Decke nach unten kullerte, bis er sich verlor. Jetzt im fahler werdenden Licht ängstigte mich das Gebirge. Die schroffen Gipfel gemahnten mich an die Zinnen und die Wehrtürme einer uneinnehmbaren Festung. Als wir wieder bei der Martin-Busch-Hütte ankamen, lief uns Anna schon von Weitem entgegen. »Claudia ist krank«, rief sie und stolperte fast. Robert stieg aus den Bindungen und stürzte in die Hütte. Claudia saß zusammengekauert im Aufenthaltsraum und zitterte am ganzen Körper. Aus ihrem Pferdeschwanz hatten sich einzelne Strähnen gelöst und klebten an der Stirn. Mit einem Taschentuch wischte sie über die tränennassen Augen. »Wir müssen weg von hier«, stammelte sie. Der Hüttenwirt beobachtete uns von der Theke her sorgenvoll. »Wir sind doch eben erst angekommen«, wandte Robert ein. »Es wird etwas passieren«, unkte Claudia. »Bitte glaubt mir.« »Morgen kommt Gerhard«, hielt Robert dagegen. Sie wandte den Blick ab und schluchzte hemmungslos. Anna und ich standen in der Tür. Mich überraschte Claudias Verhalten nicht.